Rider, willkommen in der Republic. Als erstes möchte ich dir ein paar Steuerungsvoreinstellungen zeigen, damit du entspannt loslegen kannst. Du kannst zwischen zwei Modi wählen, Rider und Trickster. Im Rider-Modus kannst du die Kamera steuern und Tricks sind etwas einfacher auszuführen. So findest du leichter die Ideallinie, sehr gut geeignet für Rennen. Der Trickster-Modus bietet mehr Feingefühl. Damit behältst du auch bei den krassesten Tricks die absolute Kontrolle. Und das ist bei den großen Trick-Events von unschätzbarem Wert. Keine Sorge, du kannst deine Einstellung jederzeit im Optionsmenü ändern. Fürs Erste bleiben wir mal im Rider-Modus. Ich meine, du musst ja erstmal laufen lernen, ehe du ein Quadcock 1980 abziehst, oder? Später hast du noch mehr als genug Zeit, dir den Trickster-Modus anzusehen. Okay, dann leg mal los. Willkommen, du bist bei Rich TV und erlebst die größte Action aus der ganzen Republic. Die blühendste Outdoor-Sport-Community aller Zeiten. Okay, schicken wir unsere Augen mal Richtung Erde und schauen, was da los ist. Nimm das Abfahrtbike und tritt ordentlich in die Pedale. Nimm die Kontrollpunkte mit, aber flieg lieber nicht zu nah an die Sonne. Thank you.
Danke, dass ihr Rich Radio hört. Denkt immer daran. Hey, Chica, ich habe schon viel Gutes von dir gehört. Ich sehe da jede Menge Potenzial. Ich bin übrigens Suki. Ob auf Rädern oder auf Brettern. Ich probiere alles aus. Ich bin jahrelang bei Wettbewerben angetreten. Dabei habe ich erkannt, dass es in der Republic so viel mehr gibt, als man auf den ersten Blick sieht. Es geht auch um Abenteuer, Erkundung und den Einklang mit der Natur auf einer ganz neuen Ebene. Naja, aber hier geht es nicht um mich, sondern um dich. Deshalb möchte ich dir gerne jemanden vorstellen. Sein Name ist Brett und er ist ein echt krasser Typ. Bike, Ski, Wingsuit, legendärer Status in allen dreien. Von den meisten nachgeahmt, von keinem erreicht. Brett und du, ihr könntet euch sicher gegenseitig unterstützen. Komm, mir nach! Dieser Ort hier ist der Riders Ridge. Es ist Herz und Seele der Republic. Ich nenne es gerne ein soziales Epizentrum. Ziemlich cool, oder? Halt Ausschau nach den Trickwettkämpfen und Showdown-Runden. Da kannst du dich mit Freunden und anderen zusammentun oder gegeneinander antreten. Und du kannst jederzeit im Quattro-Dom abgehen. Live-Wettbewerbe für schnelle Runden. Und der Shop hier hilft dir dabei, immer stylisch zu fahren. Denn gut aussehen fühlt sich auch gut an. Platz da! Ihr habt die Shack Daddy Bandits. Suki! Wir kennen uns schon ewig. Wir sind ein Haufen verrückter Athleten, die regelmäßig Herausforderungen veranstalten. Irgendwann solltest du dich mal auf ihren Wahnsinn einlassen, denn die Events sind super krass und sie bieten ordentliche Belohnungen. Okay, also dann entspann dich vielleicht erstmal. Schau dich auf der Ridge um und komm zu mir, wenn du bereit bist. Dann stelle ich dir Brett vor. Cool? Hey, ich nochmal. Fast vergessen. Spazier mal hinter die große...